Mein Name ist Julian Gupta und ich bin der Pressesprecher vom Splash Festival und Teil des Booking Teams vom Splash Festival. Splash Festival gibt es mittlerweile seit 16 Jahren. Wir sind ein Hip-Hop-Festival. Wir finden in Ferropolis statt. Das ist zwischen Leipzig und Berlin. Was verkörpert dieses Festival? Das ist, glaube ich, so das kredibile Hip-Hop-Festival wahrscheinlich in ganz Europa. Wir überlegen uns wahnsinnig genau, welche Acts wir zu unserem Festival holen. Wir sind sehr nah an Hip-Hop dran und sind relativ, vor allem dieses Jahr, glaube ich, relativ weit vorne dabei, was frische, neue, spannende Themen und Acts angeht, die man bei uns sehen kann. Also wir haben in den letzten Jahren, in den letzten 16 Jahren sehr viel gelernt und treiben es dieses Jahr auf die Spitze. Es ist so, dass euch aus meiner Sicht dieses Jahr so das spannendste Line-Up, was wir wahrscheinlich jemals hatten, weil ich es auch jedes Jahr aufs Neue sage, erwartet. Es ist aber so, dass wir, glaube ich, Acts haben wie Kendrick Lamar am Donnerstag bei unserem Spezial. Wir haben Tyler, the Creator, wir haben aber auch A Tribe Called Quest, wir haben spannende deutsche Acts, wir haben Acts aus Holland, Dope D.O.D., wir haben die ganzen neuen New Yorker-Themen, Joey Badass, Underachievers, sprich, wir haben halt sozusagen, glaube ich, ganz viel Acts, die so spannend sind wie Hip-Hop im Augenblick und teilweise auch die perfekte Verbindung schaffen aus Hip-Hop aus den 90ern und eben Rap von heute. Das sind zwei Fragen. Die eine Frage ist, warum spielt Kendrick am Donnerstag? Wir hatten eigentlich vor, ihn an einem normalen Festivaltag zu machen, hatten aber nur die Möglichkeit, ihn am Donnerstag spielen zu lassen. Mit Kendrick Lamar verbindet uns eine relativ lange Geschichte, sage ich jetzt mal. Und zwar habe ich schon, glaube ich, vor 3-4 Jahren, bevor das Ganze anfing, groß zu werden, eine E-Mail nach Amerika geschickt und wir wollten ihn damals schon buchen, also vor seinem ersten Street-Album, vor dem zweiten großen Album. Und wir haben es dann dieses Jahr eben zum ersten Mal richtig angeboten bekommen und haben es machen können, aber hatten eben dann irgendwann das Problem, dass gesagt wurde, sorry, wir haben uns für ein anderes Festival entschieden, wir können nicht an den normalen 3 Tagen, wenn überhaupt, können wir vielleicht am Donnerstag. Und dann haben wir alles getan, um ihn eben am Splash Donnerstag zu haben, weil wir ihn eben für einen der spannendsten Rap-Künstler derzeit weltweit halten. Warum am Donnerstag? Weil wir eigentlich auch schon eine Geschichte haben, die damit beginnt, dass wir vor, ich weiß gar nicht, 4-5 Jahren schon erste kleine Partys am Donnerstag einfach hatten. Die waren immer so klein und auf dem Zeltplatz und dann wurde es immer ein bisschen größer und größer und größer. Und in den letzten 2 Jahren wurde der Donnerstag immer größer und amtlich. Und letztes Jahr hatten wir dann sogar den Punkt, dass wir irgendwann mal das ganze Gelände am Donnerstag zumachen mussten, weil so viele Leute da waren. Und da wurde uns langsam klar, okay, das hat sich zu einem Festivaltag immer mehr entwickelt und wir müssen gucken, wie kriegen wir das Ganze überhaupt geregelt. Dann kam eben der Schritt, okay, wenn wir Kendrick Lamar dieses Jahr machen können, dann machen wir ihn am Donnerstag, dann das ganze Splash-Spezial. Es ist nicht Teil des Splash-Festivals, sondern was ganz Spezielles, eine Pre-Party für die Leute aus der Region oder für alle, die Bock auf Kendrick Lamar haben oder eben auch auf das Splash-Festival. Und alle, die eben wollen, können da dorthin kommen und können sich diesen Act angucken. Aber
Es ist halt eine Sonderparty, deswegen auch spezial, die zwar im Rahmen oder die halt schon was mit dem Festival zu tun hat, aber eben für sich gesondert ist. Und deswegen muss man auch 10 Euro zahlen, um, glaube ich, einen der spannendsten Rap-Künstler, die es aktuell gibt, nochmal extra sehen zu können. Ich kann es nicht sagen. Also, weil dieses Jahr ist es wirklich so spannend und so riesig, dass es, glaube ich, kein Act gibt, der mich nicht irgendwie interessieren würde. Also es ist also bei wahnsinnig vielen Acts, wo man jetzt einfach nur den Namen liest und denkt, naja gut, ahne ich ja schon, was passieren wird, wissen wir zu Sachen, der Künstler hat sich was Spezielles überlegt, kommt mit Gästen. Bei anderen Acts, Underachievers, keine Ahnung was, ist es einfach so, da wissen wir, die waren noch nie hier, da wird es total spannend zu sehen, was machen die überhaupt. Wir wissen, keine Ahnung, Tyler und Earl werden eine wahnsinnige Show machen, auch zum ersten Mal so richtig zu sehen. Sprich, wir haben so den Punkt oder das Problem, dass es sich einfach in die Richtung bewegt, dass es wahnsinnig viele Themen gibt, die wir spannend finden. Und da schauen wir mal, also da wird es wahnsinnig viele Sachen geben, die ich mir persönlich auch wahnsinnig gerne angucken würde. Ja, wir waren ja vor dem Festival schon ausverkauft, sprich, es war Wahnsinn. Also das hat sich alles eigentlich so, was sich im Vorfeld angedeutet hat, hat sich über die 4 Tage, die wir hatten, oder die 3,5 Tage in dem Donnerstag, komplett fortgeführt. Es war ein super Wetter, wir hatten richtig viel Spaß und ich glaube auch jeder, der da gewesen ist, hatte richtig viel Spaß. Mir fällt wirklich nichts Schlechtes ein, was bei diesem Festival passiert ist. Also von daher war es wirklich ein super Festival und hat richtig viel Spaß gemacht. Dazu wurde schon wahnsinnig viel gesagt und es gibt wenig, was man Neues dazu sagen kann. Ich glaube, das Positive an dem Boom, der stattfindet und der für uns alle eigentlich gut ist, dass Rap so vielfältig wird, wie er halt noch nie zuvor gewesen ist. Das, was, glaube ich, in Amerika so gang und gäbe ist und vielleicht auch in anderen Ländern, das kann ich schwer beurteilen, dass man eben ganz viele verschiedene Formen von Rap kennt und jede ihre Daseinsberechtigung hat, merkt man jetzt eben auch bei uns. Von daher ist es so, es ist absolut positiv auch für unser Festival, weil wir sozusagen viel mehr abbilden können, weil ein großes Interesse daran ist. Dieses Jahr können wir auch zum ersten Mal allen Leuten zeigen, wir haben ein bestimmtes Rap-Verständnis, wir bilden all solche Sachen ab und die Leute honorieren das auch. Die sagen, ja, wir freuen uns darüber, dass da nicht irgendwie 3, 4 riesige Acts sind und der Rest ist irgendwie so, interessiert mich, sondern dass wir wirklich es dieses Jahr geschafft haben, mit ganz viel Verständnis, glaube ich, und mit einer gewissen Fachkompetenz viele Acts zusammenzuführen, die wahnsinnig spannend sind und so Rap auch darzustellen. Sprich, wer wissen will, wie Deutsch Rap in seiner ganzen Vielfalt klingt, kommt bei uns, glaube ich, zum richtigen Festival und auch international, finde ich, ist es uns dieses Jahr gelungen zu zeigen, wie wahnsinnig spannend Rap ist, weil ich glaube, bei diesem Deutschrap-Boom, über den wir hier gerade sprechen, muss man auch sehen, es gibt auch einen Rap-Boom insgesamt. Also Rap insgesamt ist so spannend wie nie. Es gibt in Amerika so viele spannende Newcomer wie selten zuvor, die wir auch in Europa alle sozusagen relativ schnell auf den Schirm bekommen haben. Von eben Odd Future über Kendrick Lamar um das ganze Umfeld, um die ganzen New Yorker Themen. Und all die Sachen machen Rap irgendwie so wahnsinnig spannend. Und auch für ein Festival ist es wahnsinnig toll, die mal abbilden zu können und Leuten zeigen zu können, ey, in Deutschland passieren spannende neue Sachen und es gibt die etablierten, coolen Leute und in Amerika ist es genauso und es verträgt sich auch, ja, also trotzdem kann eine Tribe Called Quest auf dem Festival spielen, auf dem Tyler und Earl spielen, das ist alles sozusagen, es gibt da eine Basis, auf der sich das alles bewegt und es verträgt sich und ich glaube, das ist so die spannende Botschaft vom Splash, die wir dieses Jahr auch ein bisschen nach außen tragen können. Ja, die witzigen Anekdoten, die wollen alle immer hören. Ich muss drüber nachdenken. Also es gibt wahnsinnig viele lustige Anekdoten. Mir fällt, lass mich mal nachdenken, ob irgend. Also wir hatten was dieses Jahr. Also ja, doch, wer eine lustige Anekdote sehen will, und zwar eine komplett lustige Anekdote, der sollte sich das As a Brocky-Interview angucken, was wir geführt haben im Splash-Magazin, weil das komplett der Wahnsinn war. Die Sache beginnt damit, dass er eigentlich keine Interviews gegeben hat. Dann hat unser Redakteur ihn gefragt und er war nach seinem Auftritt quasi heiser und er war so unglaublich gut gelaunt und es gibt auch wahnsinnig tolle Sequenzen. Gerade, ich glaube, die ersten 5 Minuten des Interviews, danach hat man schon alles gesehen, mehr oder weniger, sind wahnsinnig witzig. Also das ist eine einzige spannende Anekdote.
Anekdote. Danach hat er sich auch von uns noch Schnaps geben lassen und war halt wahnsinnig gut drauf. Also es war auf jeden Fall eine sehr positive und auch eine ganz witzige Anekdote. Danny Brown war wahnsinnig lustig, als wir ihn dann so erlebt haben, weil der halt durch die Gegend gerannt ist und total lustig unterwegs war. Also sprich, es gab da wirklich viele lustige Geschichten. Diese eine einzige fällt mir spontan nicht ein, aber das ganze Splash 15 war eine witzige Anekdote. Ich weiß nicht, inwiefern deutscher Hip-Hop in Polen eine große Rolle spielt. Wahrscheinlich ist es aufgrund der Sprachbarriere, wobei ich rede auch permanent Deutsch, nicht ganz so das Thema. Ich glaube, was wir dieses Jahr, was wir auch in anderen europäischen Ländern bemerken, richtig gemacht haben, ist, dass wir eben auch international spannende Themen bei unserem Festival haben. Sprich, ich glaube, dieses Jahr kann man so viele coole Sachen bei uns auf dem Festival entdecken, dass es für jeden Hip-Hop-Fan aus Europa, glaube ich, ein spannendes Festival ist, wo man gerne hinkommen kann oder hingehen sollte, weil es sich einfach lohnt. Ja, also ein Blick aufs Line-Up dann in zwei, drei Wochen, wenn es komplett ist, wird, glaube ich, allen Leuten zeigen, es gibt keine Fragen mehr. Alles, was derzeit spannend und irgendwie cool ist, ist mehr oder weniger bei uns vertreten und deswegen lohnt es bei uns vorbeizukommen. Um ehrlich zu sein, kenne ich die polnische Rap-Szene nicht. Würde sie aber mal gerne kennenlernen. Auch die polnische Skate-Szene kenne ich nicht. So wie ich Polen immer mitbekomme, ist es auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes Land, wo man auf jeden Fall mal hingehen sollte. Ich glaube, Polen ist auch so ein bisschen unterschätzt, weil die Leute nicht wissen, was da drüben so alles passiert. Aber, glaube ich, da ein großes Interesse an dem ist, was sonst so eigentlich passiert. Und man denkt immer so, ja, die machen da irgendwas und sind hinten dran. Aber ich glaube, durch das Internet und so ist es eigentlich wahrscheinlich genauso wie hier. Nur wir kriegen es halt nicht mit, weil es einfach eine Sprachbarriere gibt und wir den Blick, wenn es in Sachen Rap geht, eher auf uns selbst oder Richtung Amerika haben. Aber so wie ich das einschätze, ist es ein Land, was ich auch definitiv vorhabe, dieses Jahr zu bereisen. Splash Magazin ist das Magazin, was früher als PR-Magazin vom Splash Festival begann, jetzt aber ein eigenständiges Magazin geworden ist. Es besteht aus zwei Teilen. Einmal gibt es diesen Stil-Part, da geht es um Streetwear, Lifestyle und so weiter und so fort. Und dann gibt es den Musik-Part, da geht es um Rap und urbane Musik im weitesten Sinne. Das ist jetzt ein Magazin, was im Intro-Kosmos ist. Die Intro ist eines der größten Musikmagazine in Europa. Und wir haben passend zu unserem neuen Magazin und zu unserer Eigenständigkeit jetzt eben auch eine Party gestartet, die heißt Fantastic. Rap-Fans wissen, woher der Name so kommen könnte. Und die verbindet eben auch unsere ganzen Ideen. Sprich, da gibt es immer einen kleinen oder mal größeren modischen Anteil. Weil dieses Mal hatten wir Schuhe ausgestellt, und zwar die Top 10 der Schuhe, die wir letztes Jahr so für die coolsten Schuhe für 2012 befunden haben. Wir haben verschiedene Acts aus dem elektronischen Bereich. Wir hatten Banger, wir hatten Weekend Sound Systems, das ist ein deutscher Act, und Mr. Jar, das sind Trap-DJs aus Berlin. Sprich, wir schlagen so die Brücke zwischen aktuellem Rap-Geschehen und gucken einfach, dass wir die spannende Seite von urbaner Musik oder von Rap-Musik irgendwie darstellen, und das versuchen wir jeden Monat einmal zu machen und sind sehr gute Dinge, weil die erste Party schon sehr, sehr schön gewesen ist. Ich freue mich über jeden polnischen Fan auf dem Splash und
bin wahnsinnig gespannt, was da auf uns dieses Jahr zukommt. Und ich hoffe, dass ich auch irgendwie mal, dass mir mal irgendwann jemand auf Facebook oder bei uns im Magazin mal eine polnische Rapgruppe ans Herz legt. Ich würde mal gerne hören, was da drüben so abgeht. Danke.